when you talk about destruction. Wie die jüngste Demo-Teilnehmerin und die pennt. Mitten im dicksten Verkehr. Liebe Radfahrerinnen und Radfahrer, wir demonstrieren hier für einen selbstbewussten, zügigen und komfortablen Radverkehr. Wir wollen nicht mehr zum Radfahren in den Seitenraum auf die Fußwege abgeschoben werden, wo der Platz den Fußgängerinnen und Fußgängern weggenommen wird. Stattdessen wollen wir überall zurück auf die Fahrbahn, dort, wo Fahrzeuge nun mal hingehören. Sei es im Mischverkehr, wo immer es möglich ist, oder auf Fahrradstreifen an anderen Stellen, wo sich viele Radfahrerinnen und Radfahrer das noch nicht trauen. Denn wir wissen, Radfahren auf der Fahrbahn ist sicher, weil wir gesehen werden, selbst gut sehen und nicht in Konflikte mit Fußgängern geraten. Radfahren auf der Fahrbahn ist zügig, weil die Fahrbahn frei von unvorhersehbaren Hindernissen ist. Radfahren auf der Fahrbahn ist effektiv, weil die Fahrbahn gemeinsam für alle Fahrzeuge gereinigt, geräumt und repariert wird. Radfahren auf der Fahrbahn ist komfortabel, weil die Fahrbahn zum Fahren gebaut ist, geradlinig, eben, breit. Im Verkehr ist Sicherheit in erster Linie Sichtbarkeit. Auf der Fahrbahn haben alle freie Sicht aufeinander. Wir Radfahrerinnen und Radfahrer sehen Gefahren rechtzeitig und werden von anderen Verkehrsteilnehmern nicht übersehen. Auf der Fahrbahn können wir direkt links abbiegen. Auf der Fahrbahn stehen wir vor allem nicht den querenden Radfahrerinnen und Radfahrern im Weg herum, so wie es bei Radwegen ist. Und auch darum trägt Radfahren auf der Fahrbahn zu mehr Lebensqualität in der Stadt bei. Wir fordern deswegen Politik und Verwaltung auf. Der Hochweg darf kein Einzelfall bleiben. Der Schutzstreifen dort ist ein wichtiger Schritt, doch viele weitere müssen folgen. Die Pläne liegen in den Schubladen und müssen jetzt schnell und entschlossen umgesetzt werden. Die Radwegebenutzungspflicht muss flächendeckend aufgehoben werden. Eine gute Radverkehrsanlage wird auch freiwillig genutzt. Und wir brauchen Tempo 30 in ganz Hamburg, denn dann haben sich fast alle angesprochenen Probleme von selbst gelöst. Wir fordern alle Menschen auf Hamburgs Straßen auf, Radfahrerinnen und Radfahrer als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer anzuerkennen und in ihren Platz auf der Fahrbahn zu lassen. Abdrängen, Hupen, Schneiden darf es auf unseren Straßen nicht mehr geben. Seid selbstbewusst. Nehmt euch euren Platz auf der Fahrbahn. Lasst euch nicht an die Seite abschieben. Fahrt, wo immer es geht, auf der Fahrbahn. But if you go carrying pictures of German now, you ain't gonna make it with anyone anytime. Nutzt weiter, verstärkt die Fahrbahn, weist auf unsere Kampagne hin. Dann folgt uns auf Facebook und auf unserer Homepage. Wer noch nicht hat, kann sich bei den Anhängern Materialien mitnehmen. Da gibt es auch Anhänger für Autos oder Fahrradlenker, wo man mitteilen kann, was wir hier gemacht haben. Wir malen Fahrradpiktogramme auf, damit die Autofahrer auch sehen, dass wir hier hingehören. Uns nicht anrufen, uns nicht weg einfach schneiden. Weil in Hamburg kann man oft auch nicht so richtig erkennen, weder als Radfahrer noch als Autofahrer, wo man gerade offiziell hingehört. Hier vorne wird jetzt nachgeholt, das Fahrrad auf die Fahrbahn zu bringen. Wir markieren hier einen Schutzstreifen. Da vorne auch nochmal. Ja, so Stern. Also ich fand die Aktion mal gut, hat auch Spaß gemacht. Man kann hier sehen, dass wir hier sein dürfen und die Teilnehmerzahl war zwar nicht gigantisch, aber für so eine kleine Spontan-Demo ziemlich gut.
Okay, und ihr habt ja einen Radweg gemalt, das ist ja eigentlich nichts Besonderes. Was hat es jetzt mit diesem Radweg auf sich, der genau hier hingemalt wurde? Also es ist kein Radweg, sondern am ehesten, wenn man mit ein bisschen künstlerischer Freiheit, ist es ein Radschutzstreifen. Okay. Das heißt, die Autos dürfen da rüberfahren, aber natürlich nur, wenn kein Rad da ist. Wenn da ein Rad drauf fährt, müssen sie das ordentlich überholen. Und die Piktogramme zeigen einfach auch deutlich an, dass wir hier hingehören und dass die Autofahrer einfach wissen, dass die Radfahrer das Recht haben, die Fahrbahn zu benutzen. Und die Radfahrer eben auch, statt irgendwie einen schlechten alten Radweg, der nicht mehr sicher ist, zu benutzen oder gar auf dem Bürgersteig. Ja. Den Leuten da den Platz wegzunehmen. Wo ist der Lenkrad? Da. Für die Sternfahrt wünschen wir uns zuallererst gutes Wetter. Das klappt im Moment noch nicht so ganz, das wird bestimmt noch. Und dann wieder jede Menge Radfahrer, damit trotz der Absage des autofreien Sonntags deutlich ist, dass es hier jede Menge 10.000 Leute gibt, die einen autofreien Sonntag problemlos hinkriegen. Wie geil ist das denn? So einfach eigentlich, ehrlich. Ja, irgendwie scheint das so aussehen, als würde der Schutzstreifen hier funktionieren. Ja, ehrlich. Ja. Also im Ernst jetzt. Guck mal, da kommt schon der Nächste. Brav fährt der, das ist echt der Hammer hier. Guck mal, er fährt lieber darüber und hält das ein. Das müsst ihr dir mal reintun. Wie geil ist das denn? Ja, das ist ganz einfach so ein Radfahrschutzstreifen. Oder Schutzstreifen, die in diesem Fall waren nicht durchgezogen. Aber rein rechtlich dürfen sie diesen Schutzstreifen sogar noch fahren, aber sie tun es ja noch nicht mal, weil es nicht notwendig ist.